Bin ich drauf? Ja? Live? Super. Auf seiner Reise zur Vollendung wird das Wässerchen auf eisige minus 12 Grad gekühlt. Unerwünschte Stoffe verbinden sich nun zu langen Molekülketten und können so besser gefiltert werden. Und da muss auch ich mich fragen dürfen. Kann ich da noch ruhigen Gewissens in den Spiegel schauen? Jetzt kommt die Aktivkohle ins Spiel. Ich weiß es nicht. Nicht einmal, nicht zweimal, viermal geht er diesen Pfad zur absoluten Reinheit. Ein letzter Feinfilter verleiht ihm die Perfektion. Danach übergibt er in einem Wärmetauscher seine Kälte dem nächsten Stromwodka, der sich auf den Weg macht, die reine Seele zu erlangen. Ich weiß es nicht. Was? Nein, ich weiß nicht, wann sie springt, Mann. Was denn für eine Werbeunterbrechung? Doch nicht jetzt! Ach so, Autowerbung. Irgendwie nach Industrie aus, ne? Voll nach Ruhrpott. Ich glaube, wir sind in der Zeche Zollverein. Ja? Ja. Das heißt, wir sind in Essen. Es sind Momente wie diese, in denen die Zeit stillzustehen scheint und uns der Atem gefriert. Nachdem ihr den Bewerbungsprozess erfolgreich durchlaufen habt, geht es direkt weiter mit der Einladung zum Eignungstest bei der IAS-Gruppe. Ich zeige euch jetzt mal, was hier passiert. Und was ist das Schlimmste? Nach dem Medizincheck geht es sofort weiter mit der psychologischen Untersuchung. Ab in die Stadt. Frühstücken, ich hab Hunger. Sollen wir den mal fragen hier? Ja, schau mal ran. Entschuldigung. Hallo. Kannst du uns sagen, wo man gut frühstücken gehen kann? Die beste Vorbereitung für den Eignungstest ist übrigens folgende. Genügend Schlaf und kein Alkohol am Vorabend. Sein wunderbar weiches, klares und mildes Aroma, das seit 1921 begeistert. Hier und heute wird Fernsehgeschichte geschrieben. Wir freuen uns auf euch und stehen für all eure Fragen jederzeit zur Verfügung. Bis bald.